Hier an der Bahn findet gerade das Charity Race statt. Das heißt, dass namhafte Bobathleten, Bobpiloten mit äußerst spendablen Freunden des Bobsports die Bahn hinuntersausen. Der Erlös ist für einen guten Zweck. Und bei diesem Rennen kam es zum Bob-Wettkampf des Jahres. MDR1 Radio Sachsen gegen den Sachsenspiegel. Ich habe meinen Sachsenspiegel-Kollegen, der übrigens Achterbahn erfahren ist, Sven Böttke, noch nie so aufgeregt gesehen wie heute. Den Bob von MDR1 Radio Sachsen steuert übrigens Harald Schudei, den vom Sachsenspiegel Wolfgang Hoppe. Beide Piloten wissen natürlich genau, worauf sie sich einlassen. Aber für alle anderen ist es eine Fahrt ins Ungewisse. Sven Böttger und der Sachsenspiegel-Gewinner Frank Winkler flüsterten letzte Gebete in den Helm. Dann wurde der grüne Bob in die Bahn gelassen. Ich übergebe nun an den Reporter im Bob, Sven Böttger, bitte. So, jetzt sind wir losgefahren. Das sieht doch schon mal gut aus. Ohne irgendwelche Banden. Erste Kurve. Jawohl, kleine Bande rechts gesehen. Und der Preise. Danach war von Sven Böttger nicht mehr viel zu hören. Wolfgang Hoppe hatte die Lenkseilen aber toll im Griff und fuhr die beiden sicher ins Ziel. Für alle war das ein großes Erlebnis. Man fühlt, dass man massiv in den Bob reingepresst wird. Vor allem im letzten Kreisel war es schon ordentlicher Druck, der da belastet. Aber ansonsten macht einfach Spaß zu fahren. Man wird zusammengepresst und ich habe dann einfach nur versucht, ein bisschen mitzugehen, nicht zu sehr anzuschlagen an der Bande. Und ja, alles andere hat der Wolfgang gemacht. Ja, die Hinterleute waren natürlich top motiviert. Das hat man von vornherein gespürt. Eine Ruhe im Schlitten während der Fahrt. Und das macht das aus, die Aerodynamik, die hat gepasst. Dann die Crew von MDR1 Radio Sachsen. Mit Harald Schudei, mit Mike Teschner und als Gast Kerstin Brückner. Auch sie rasten gekonnt durch den Kohlgrund. Aber im Ziel waren sie 2 Zehntel langsamer. Angeblich gab das Gewicht des Sachsenspiegelbobs den Ausschlag. Ich habe verarbeitet, ich habe mir gesagt, wir haben die besseren Figuren. Ja, wir sind leichter und dadurch fällt das Verlieren etwas leichter. Wir haben gewonnen. Das möchte sein. Den Gewichtsvorteil sollten wir auch nutzen, oder? Ja. Im Bobfahren braucht man auf das Gewicht nicht zu achten. Eine Torte für den Sieger ist ein passendes Präsent.